Es ist nichts vornehm daran, arm zu sein. Ich weiß, wie es ist, reich zu sein, und ich weiß, wie es ist, arm zu sein, und ich ziehe reich sein vor, wenn ich die Wahl habe. Denn wenn ich schon Probleme habe, sitze ich wenigstens als reicher Mann auf dem Rücksitz meiner Limo mit einem 2000 Dollar und einer verfickten 40.000 Dollar Uhr. Ich will, dass ihr eure Probleme löst, indem ihr reich werdet. So wie Jordan Belfort, das Wolf of Wall Street, geht es wohl immer noch sehr viel, vor allem um Geld und Wohlstand. Gerade Unternehmen bekommen häufig den Vorwurf der reinen Profitgier. Aber ist diese These überhaupt noch aktuell? Viele bezweifeln das. Und auch unser nächster Redner ist der Meinung, dass wir unsere globalen Herausforderungen nur lösen können, wenn Firmen nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind. Aus diesem Antrieb gründete unser nächster Redner das Humanistic Management Network. In diesem Netzwerk, das sich zurzeit auch in einem Bewerbungsverfahren für einen Konsultativstatus bei der UN befindet, soll die wissenschaftliche Grundlage für ein gemeinwohlförderndes Wirtschaftsmodell gelegt werden. Doch er vernetzt nicht nur 600 Wissenschaftler weltweit, sondern kennt auch die Praxis. Um Unternehmen zu beraten, die diesen Wandel, den er im Sinn hat, bereits vollziehen wollen, gründet er zusätzlich eine entsprechende Beratung. Nach seinem Studium unter anderem in London und Venezuela lehrt er mittlerweile selber an der Universität St. Gallen. Da er weiteren Lehraufträgen unter anderem in Japan, Indien und Kolumbien nachgeht, ist er international bekannt als Experte für eben dieses Humanistic Management. Herzlich willkommen, Dr. Ernst von Kimakowitz. Vielen Dank für die Vorstellung, die mir natürlich die Schamesröte ins Gesicht treibt. Es ist mir eine Riesenfreude, hier zu sein heute. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin recht aufgeregt, weil es seitdem ich selber Schüler war, das erste Mal ist, dass ich vor einer Schülergruppe spreche. Von daher bin ich gespannt, wie das läuft und freue mich sehr, nachher auch noch auf die Panel-Diskussion und die Fragen, die dann hoffentlich zahlreich von euch kommen werden. Wir haben uns als Thema ausgesucht, gemeinsam mit den Organisatoren, the purpose of business, also der Zweck von Unternehmen. Wofür gibt es Unternehmen eigentlich? Warum brauchen wir sie? Und welche mentalen Modelle stecken hinter Unternehmen, die gemeinwohldienlich sind? Und wie können wir das fördern? Darüber werden wir jetzt kurz reden. Und ich stelle mich erstmal vor, es wird schon gesagt, dass ich in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, erst dann zum Doktorieren nach St. Gallen bin und danach zwei Organisationen mitgegründet habe, das Humanistic Management Network und Center. Und jetzt haben wir mit der Uni Tübingen gemeinsam noch vor etwa 2 Jahren eine Führungskräftetrainingsmarke hinzugefügt, die sich Ethics First nennt. Es sind also verschiedene Marken, die aber alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich wie können wir Unternehmen darin unterstützen, dass sie einen größeren Beitrag leisten zu einer nachhaltigen, sozial und ökologisch nachhaltigeren Welt. Als Hauptaktivitäten haben wir auf der einen Seite das, was wir unter Wissen schaffen, betiteln, und da haben wir eine Buchserie, die bei Palgrave Macmillan, im englischen Wissenschaftsverlag, herauskommt, und organisieren aber auch Konferenzen und sind sehr aktiv in dem Forschungsbereich innerhalb dieses Netzwerkes von etwa 600 Wissenschaftlern auf der ganzen Welt. Das zweite haben wir getitelt als Wissen vermitteln. Also wenn wir das Wissen geschaffen haben, unsere Forschung gemacht haben, dann muss das ja auch irgendwie an den Mann, an die Frau gebracht werden. Und das tun wir hauptsächlich in der universitären Lehre und in der Kollaboration mit Universitäten. Und zum dritten haben wir dann das Wissen anwenden oder die Unterstützung der Anwendung des Wissens. Und das tun wir über Beratungsmandate und mit Interaktionen eben mit Unternehmen und auch Non-Profit-Organisationen. Und das sind die drei Schwerpunkte unserer Aktivitäten. Und wie gesagt, alle drei haben das Ziel eben, dass wir Wissen schaffen durch angewandte Forschung und dies bereitstellen, dass wir Wissen vermitteln durch universitäre Lehre und Executive, also Führungskräftetrainings. Und wir unterstützen die Anwendung des Wissens dann durch Beratungsmandate. In den nächsten 25 Minuten oder so, die ich habe, wollen wir 3 Sachen kurz durchgehen. Das eine ist im globalen Kontext, und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste zu verstehen, welche globalen Herausforderungen wir haben, welche Kräfte wirken, welche Chancen wir haben. Und dann im zweiten Schritt zu schauen, was sind eigentlich die moralischen und die ökonomischen Motive, Rationalitäten,
um Purpose of Business zu definieren, oder prallen zwei verschiedene mentale Modelle aufeinander, die letztlich inkompatibel sind und die werden wir kurz vorstellen und dann noch eine ganz kurze Zusammenfassung am Ende. Wenn wir uns also zuerst den globalen Kontext anschauen, dann habe ich euch ein Foto mitgebracht, das ich vor einigen Jahren am Columbus Circus in New York gemacht habe und um dieses Bild eine fiktive Geschichte gebaut habe, die aber sehr realistisch ist und sehr wohl so sein könnte. Und das ist die Geschichte von Paul, dem Fensterreiniger, der aus Nigeria in die USA gekommen ist. Und Paul, wie ihr sehen könnt, reinigt die Fenster am Columbus Circus in New York. Und er tut das, indem er Glas putzt, das aus den Niederlanden kommt. Der Stahl, an dem diese Glasfenster aufgehängt sind, kommt aus Brasilien, während er selbst angestellt ist bei einer US-amerikanischen Reinigungsfirma. Die Putzmittel, die er benutzt, um seine Arbeit zu machen, kommen aus Kanada, während der Abzieher, mit dem er das Wasser dann runterholt, aus China, in China produziert wurde und der Lift, auf dem er sitzt, wurde in Mexiko zusammengebaut. Während die Mieter, die in dem Gebäude drin sitzen und die dann saubere Fenster haben und schon rausschauen können, Unternehmen sind, die aus der ganzen Welt kommen und sich dort eingemietet haben. Insofern ist das eigentlich nur eine Geschichte von globalen Lieferketten. Aber wir können jetzt noch ein Level, eine Ebene draufsetzen, indem wir nämlich nicht nur schauen, wo kommen die Sachen her, sondern wem gehören die Unternehmen, die das produzieren, wo es herkommt. Und dann stellen wir fest, dass das Putzmittel zwar aus Kanada kommt, aber von einer japanischen Firma produziert wird, während der Stahl aus Brasilien einer indischen Unternehmung gehört. Also die Stahlmine und die Produktion wird von einer indischen Firma gemacht, während der Abzieher aus China kommt, aber das Gummi dafür wiederum aus indonesischen Kautschukplantagen gewachsen ist. Und der Lift wird in Mexiko zusammengebaut, aber das Ingenieurbüro, das ihn entwickelt hat, ist ein Schweizer Unternehmen, während das Glas aus den Niederlanden mit Quarzsand aus Frankreich hergestellt wird. Und die Mieter in dem Gebäude kommen aus der ganzen Welt, aber das Gebäude selbst gehört Investoren aus Abu Dhabi, Singapur und den USA. Und eine ähnliche Geschichte können wir für so ziemlich alles bauen, womit wir uns heute umgeben. Wenn ich mir diesen Bildschirm angucke oder den kleinen Klicker hier, den ich in der Hand halte oder die Kamera, die mich gerade filmt, nichts, was wir heute an Produkten kaufen, anfassen, uns umgeben, nutzen, ist zu denken in seiner Herstellung und in der Art und Weise, wie es zu uns als Verbraucher kommt oder zu Unternehmen kommt als Zwischenprodukte, ohne dass wir in globalen Lieferketten und in globalen Eigentumsstrukturen denken. Und das ist ganz wichtig, dass wir diesen globalen Kontext verstehen und uns dessen bewusst sind, wenn wir darüber überlegen, nachdenken, welche Verantwortung Unternehmen tragen und wie Unternehmen als globale Bürger, als Global Citizens, Corporate Citizens ist der Begriff dafür, teilnehmen am gesellschaftlichen Leben. Wenn wir noch ein paar Daten dazu unterfüttern, dann geht es letztlich darum, was an ausländischen Direktinvestitionen getätigt wird. Und das ist einfach ein Graph von den 1970ern bis vor 5 Jahren etwa, wo wir einfach sehen, dass die Menge an Firmeninvestitionen, die im Ausland getätigt wurden, enorm angestiegen ist. Und für die einzelnen Ausschläge gibt es dann auch natürlich die entsprechenden Events, die entsprechenden Disruptionen, die stattgefunden haben. Aber die müssen ja nicht im Einzelnen durchgehen. Die Kernnachricht ist eben, dass wir in einer wirklich globalisierten, also wir sind nicht in Globalisierung, sondern wir sind in einer globalisierten Welt angekommen. Das ist ein sehr starker Treiber für die Entwicklung, über die wir reden. Wenn wir uns jetzt anschauen, welche Herausforderungen wir gegenüberstehen, dann würde ich immer sagen, es gibt unterm Strich sind es zwei Makroherausforderungen, denen wir als Weltgemeinschaft gegenüberstehen. Hat irgendjemand eine Idee, welche das sein könnten? Was würdet ihr sagen, sind die zwei allergrößten Herausforderungen, die wir global haben heute? Ja? Klimawandel ist einer. Klimawandel ist eingebettet in eine breitere Herausforderung. Das ist die dominante Herausforderung innerhalb dessen. Aber es ist mehr als Klimawandel. Ja? Ressourcenmanagement?
Also die ganze ökologische Herausforderung. Ja, also wenn wir uns jetzt angucken, was Artensterben, was Luftqualität, was Wasserqualität angeht. Also es gibt ja noch einen Haufen zusätzliche Probleme neben Klimawandel, die alle ökologisch getrieben sind und die nicht zwingend oder nicht sonderlich eng mit Klimawandel verbunden sind. Und Klimawandel ist der Dominante davon, aber wir haben breiter gesehen, haben wir auf der einen Seite die ökologische Herausforderung. Das könnte die zweite Seite. Militärische Konflikte. Was ist vielfach der Grund für militärische Konflikte? Ressourcenmangel oder Ressourcen, ja? Soziale Herausforderungen, genau. Also ihr seid alle richtig und es geht letztlich darum, wie man das betitelt. Ich nenne es die zweite Herausforderung, ist die Verteilungsherausforderung. Also die Frage, wie wir Ressourcen verteilen, denn uns fehlen ja nicht zwangsläufig Ressourcen, sondern wir verteilen sie nur auf eine Weise, die dann zu militärischen Auseinandersetzungen führt, die zu sozialen Konflikten führt. Und wenn wir von Verteilung reden, dann ist es nicht nur Verteilung von Einkommen, sondern breiter wiederum die Verteilung von Lebenschancen letztendlich. Verteilung von Zugang zu Bildung, Verteilung zu medizinischer Versorgung. Natürlich auch Verteilung von Einkommen, aber nicht nur Verteilung von Einkommen. Und das sind die zwei Hauptherausforderungen, vor denen wir stehen. Das Bild hier habe ich gebastelt, um zu illustrieren, welches Sonnensystem wir bräuchten, um unseren derzeitigen Lebensstil aufrechterhalten zu können. Also wir verbrauchen in den reichen Industrienationen die Ressourcen von etwa 4 Ländern, während es global 1,6 sind etwa. Also wir sind auch noch wesentlich stärker in den reichen Nationen am Ressourcenverbrauch als der Rest der Welt. Und natürlich müssen wir uns klar sein, dass wir das nicht machen können. Wir haben nur einen Planeten und letztlich müssen wir einfach lernen, mit dem zu leben, was wir haben. Das ist keine Sache, wo wir uns groß Gedanken machen müssen, ob wir das wollen, sondern die Frage ist, wie wir da hinkommen, denn wir werden nichts daran ändern können. Wir haben endliche Ressourcen und wir müssen lernen, innerhalb dieser Ressourcen vernünftig zu leben. Für die Verteilungsherausforderung habe ich ein Bild mitgebracht, das manchmal so ausschaut, als sei es gefotoshoppt. Ist es aber nicht, sondern das ist ein Foto in Sao Paulo in Brasilien. Und wir sehen auf der rechten Seite ein ganz schickes Apartment-Building mit schönen großen Balkonen und Tennisplätzen und Parkanlagen. Und dann haben wir eine Mauer und direkt daneben ist die Favela als Armengebiet. Und letztlich ist dieses Bild ein Stück weit eine Illustration von der globalen Situation, die wir haben, wenn es um eben die Verteilung von Lebenschancen geht. Ökonomen nennen das, was ich hier drauf habe, eine Champagne-Glass-Distribution. Ich glaube, da muss man nicht groß erklären, warum das so heißt, weil es eben wie ein Champagnerkelch oder ein Champagnerglas geformt ist. Und das stellt eben die Darstellung dar in Fünfteln, wo wir sehen, dass das oberste Fünftel etwa 82% des Einkommens konzentriert. Und da müssen wir nicht durch die Zahlen gehen, aber das Bild ist, denke ich, deutlich. Was ganz spannend ist an dieser Grafik, ist, dass wenn wir jeweils das oberste Fünftel nehmen, finden wir in dem Fünften wieder die gleiche Herausforderung, wieder die gleiche Verteilung. Also das ist ein Stück weit wie so eine russische Puppe. Und wenn wir von dem obersten Fünftel dann wieder die Verteilung machen, haben wir wieder die Konzentration. Und wir haben also diese Herausforderung von Konzentration von Wohlstand und Lebenschancen. Und wir haben vor 2-3 Jahren, glaube ich, kam das raus, eine Oxfam-Studie, die eben gesagt hat, dass eben 1% der Weltbevölkerung mehr besitzen als die restlichen 99% zusammen. Das ist natürlich eine Frage, wo man sagen kann, ja, ist halt so. Aber es ist nicht nur eine Frage von Gerechtheit und nicht nur eine Frage von moralisch-philosophischen Abwägungen, sondern es wird eben zunehmend auch eine Frage, die relevant ist für die Möglichkeiten, unseren Wohlstand und unsere freiheitliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Wenn wir uns anschauen, wie stark die ganzen populistischen Bewegungen auf der ganzen Welt in den letzten Jahren angestiegen sind, dann glaube ich nicht, dass wir eine Antwort finden können, ohne dass wir uns auch anschauen, haben die Leute eigentlich einen fairen Deal? Bekommen sie eigentlich eine Teilhabe an der Gesellschaft, die ihnen gebührt? Und wenn das nicht stattfindet, dann haben wir natürlich die Probleme, die mit Populismus zusammenhängen. Und von daher glaube ich, dass die zwei nicht trennbar sind. Insofern ist es nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit, sondern es ist eben auch eine Frage unserer Möglichkeiten, eine freie und wohlhabende Gesellschaft aufrechtzuerhalten, auf
den Prinzipien, auf die wir sie gebaut haben in Deutschland mit der berühmten sozialen Marktwirtschaft. Was bedeutet das aber für Unternehmen? Und wir gehen jetzt ein bisschen, zoomen jetzt rein und schauen jetzt das stärker an, welche Relevanz das für Unternehmen hat. Und da habe ich ein paar Datenpunkte auch mitgebracht. Und das eine ist etwas, was sich die Edelmann Trust Barometer nennt sich, dass das eine Studie, die jährlich gemacht wird, wo nachgeschaut wird, welches Vertrauen bringen Menschen Aussagen von verschiedenen Berufsgruppen entgegen. Und Ergebnisse sind von Jahr zu Jahr unterscheiden sie sich recht wenig und sind vernichtend für Unternehmensleiter und für politische Führung. Die Fragen nämlich, wie glaubwürdig haltet ihr eine Aussage von beispielsweise einem Wissenschaftler, einem technischen Experten, einem Regierungsvertreter und so weiter, und dann eben, wie glaubwürdig sind Aussagen von CEOs oder Regierungsvertretern. Und bei der Frage, glaubt ihr einem CEO, wenn er eine öffentliche Aussage in den Nachrichten oder in der Zeitung, wo auch immer, macht, dann glauben dem 43% und die verbleibenden 57% sagen, nee, dem glauben wir nicht. Der sagt uns was, der erzählt irgendwas, was ihm reinpasst, aber das ist nichts, was wir glauben können. Und wir wissen natürlich, dass Vertrauen ein extrem wichtiger Schmierstoff ist für gute wirtschaftliche Beziehungen. Wenn ich Vertrauen nicht habe in einer Gesellschaft oder in wirtschaftlichen Beziehungen, dann werden die Transaktionskosten enorm hoch. Dann muss ich mich gegen alles absichern. Ich muss jede Eventualität berücksichtigen und ich muss eine Menge Aufwand betreiben, um das auszugleichen, was ich alles geschenkt bekomme, wenn Vertrauen herrscht. Insofern ist die Vertrauenskrise eine Sache, die enorm wichtig ist für prosperierende und erfolgreiche Unternehmen. Und das Vertrauen derzeit in Führungskräfte von Unternehmen ist sehr gering. Und somit ist das ein ganz direkter ökonomischer Impact, den wir damit dadurch haben und wo Unternehmen eben Chancen verschenken und Möglichkeiten verschenken, um als gesunde, wirtschaftlich gesunde Akteure am Markt zu bestehen. Die andere Seite, warum diese Fragen von welchen Purpose haben wir eigentlich, welchen Zweck verfolgen wir als Unternehmen und ist dieser Zweck etwas, der dienlich ist für eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft, ist die Frage von Mitarbeiterbindung. Wie motiviert und wie stark sind meine Mitarbeiter eigentlich an das Unternehmen gebunden? Gehen die morgens ins Büro und haben oder in den Arbeitsplatz und haben Lust auf das, was sie tun? Weil sie sagen, diese Unternehmung gefällt mir gut, hier will ich mitwirken, die Produkte passen, die Mitarbeiter, mit denen verstehe ich mich gut, die Kultur in der Organisation ist eine, mit der ich mich identifizieren kann und die Werte, die ich täglich erlebe in meiner Organisation, die sind kongruent mit den Werten, die ich persönlich habe. Das sind Grundlagen dafür, dass ich motivierte Mitarbeiter habe und in den meisten Unternehmen ist das nicht der Fall. Die Zahlen hier kommen von einer Forschungsorganisation, die heißt Gallup und die haben drei Mitarbeitertypen definiert, nämlich erstens die Mitarbeiter mit hoher Bindung, dann zweitens die mit niedriger Bindung und die keine Bindung haben. Die englische Original für keine Bindung ist actively disengaged, also das sind Unternehmensmitglieder in der Organisation, die so weit gehen, dass sie nicht nur Sachen nicht machen, sondern dass sie aktiv ihren Arbeitgeber Schaden zufügen. Und ich glaube, diese drei Gruppen sind an sich gar nicht so überraschend. Also ich glaube, in jeder Organisation wird man diese drei Gruppen an Leuten finden. Es gibt immer die Gas geben, die was erreichen wollen und die vorwärts kommen. Und es gibt eben auch immer die nicht sonderlich motiviert dran sind. Was für Unternehmen natürlich bedenklich ist, ist die Verteilung. Dass wir nämlich etwa 30% nur motivierte Mitarbeiter haben, 50% haben eine niedrige Bindung, die machen so nach Dienst nach Vorschrift, aber auch auf keinen Fall irgendwas mehr. Und die verbleibenden 20% sind actively disengaged, also die empfinden keinerlei Bindung und handeln sogar aktiv gegen die Interessen ihres Arbeitgebers. Und das bedeutet auf der einen Seite natürlich ein riesiger ökonomischer Verlust, denn das bedeutet, dass 70% meiner Mitarbeiter ihre Innovationskraft nicht einbringen. Dass 70% der Mitarbeiter nicht daran interessiert sind, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich ist. Die nicht daran interessiert sind, dass Kunden zufrieden sind. Die nicht daran interessiert sind, dass mit Lieferanten gute Beziehungen und vertrauensvolle Beziehungen entstehen können. Für die Mehrheit der Arbeitnehmer sind verloren für all diese weichen Faktoren, die eine Unternehmung erfolgreich machen. Insofern
sind diese Fragen von Werten, von Purpose, von Zweck, warum mache ich eigentlich, was ich mache, eminent wichtig für den unternehmerischen Erfolg ebenso. Und natürlich stecken da auch menschliche Tragödien, ist vielleicht übertrieben, aber zumindest finde ich das recht schade, wenn wir uns vorstellen, dass viele Menschen jeden Morgen aufstehen, 8 bis 10 Stunden am Tag irgendwas tun, worauf sie eigentlich keine Lust haben. Ich finde, das ist ein ziemlich deprimierender Gedanke. Insofern hat es sowohl die menschliche als auch die ökonomische Dimension hier. Wenn wir uns das also zusammenfassend anschauen, dann denke ich, dass eine aktive Rolle bei der Lösungsentwicklung unserer globalen Herausforderungen zu spielen auf der einen Seite ein moralisches Imperativ ist, aber auf der anderen Seite eben auch eine Notwendigkeit, um erfolgreich im unternehmerischen Wettbewerb zu bestehen. Und damit gehen wir ganz kurz noch zu dem zweiten Teil der moralischen und ökonomischen Rationalität, wo eben zwei Sichtweisen aufeinanderprallen. Die erste Sichtweise ist die, was man als Shareholder Value Einstellung oder Shareholder Value Paradigma bezeichnet, was aus dem neoliberalen Denken kommt. Und es gibt ein berühmtes Interview von Milton Friedman, einem Ökonom, der so gesagt hat, there is one and only one social responsibility of business to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game. Und übersetzt wurde dieser Satz von ihm auch selber als business of business is business. Ja, also das heißt, unternehmerische Verantwortung besteht darin, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und wir werden uns gleich damit ein bisschen noch auseinandersetzen, was das eigentlich bedeutet. Auf der anderen Seite steht eine ganz aktuelle Sichtweise, die von dem Business Roundtable formuliert wurde. Business Roundtable ist nicht irgendeine Gruppe von Wissenschaftlern, die die Welt retten wollen, sondern das sind tatsächlich eine Lobbyorganisation in den USA, wo die allermeisten von den großen Unternehmen mit ihren CEOs vertreten sind. Und die haben ich habe den Namen vergessen, ich glaube, es war der Merrill Lynch CEO, der gesagt hat, ich habe mir mal letztens unsere Statuten angeschaut, das war letztes Jahr, und da stehen lauter Sachen drin, wo ich denke, ich kann mich damit heute nicht mehr identifizieren. Und das war eben sehr stark auf dieser Business of Business is Business Mentalität fußen. Und die haben jetzt ihr Purpose Statement neu formuliert und haben eben darin explizit gesagt, dass while each of our individual companies serves its own corporate purpose, we share a fundamental commitment to all of our stakeholders. Wir haben also den Unterschied hier ganz klar zwischen einem Shareholder-Focus und einem Stakeholder-Focus. Der Unterschied dazwischen ist, dass die Shareholder sind die Eigentümer einer Organisation, also das sind die Aktienbesitzer, wenn man es übersetzen würde, aber das kann man auch breiter fassen als eigentlich die Eigentümer, weil es können auch nicht Aktiengesellschaften sein. Aber die eine Sichtweise sagt, der Einzige, dem ein Unternehmen gegenüber verpflichtet ist, sind die Eigentümer der Unternehmung. Und diese Sichtweise, die der Business Roundtable 2019, Ende letzten Jahres erst formuliert hat, sagt eben ganz klar nein. Unternehmen sind eben auch, haben auch eine Verpflichtung gegenüber zivilgesellschaftlichen Anspruchsgruppen, also den Stakeholdern. Und da sind die Shareholder, die Eigentümer der Unternehmung, sind ein ganz wichtiger Teil davon, aber eben nicht der einzige Teil, mit denen Unternehmen Interaktionen haben müssen und sich überlegen müssen, wie sie da beitragen. Und das ist eben die Sichtweise, dass Business needs to deliver value to society at large. Also Unternehmen haben die Aufgabe, gesamtgesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen und nicht ausschließlich für eine Anspruchsgruppe Wert zu stiften. Wir haben also diese zwei konfligierenden Sichtweisen. Die eine ist eben, Unternehmen existieren, um Gewinn zu machen. Und um diesen zu erzielen, müssen sie halt eben Güter und Dienstleistungen erstellen. Und die andere Sichtweise, die immer mehr in den Mainstream kommt, die zunehmend die dominante Sichtweise wird, ist eben, dass Unternehmen existieren, um Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Und damit sie dies tun können, müssen sie Gewinn machen. Denn da dürfen wir auch nicht naiv sein. Gewinn ist ganz klar Teil von Nachhaltigkeit. Wenn ich keinen Gewinn mache, wenn ich jedes Jahr Verlust mache, verschwinde ich irgendwann mal vom Markt und damit bin ich gewiss nicht nachhaltig. Gewinn zu erzielen ist ein integraler Teil von einer nachhaltigen Organisation, von einer nachhaltigen Unternehmung. Aber es ist eben nicht das Einzige und Gewinn ist gewiss nicht der Zweck der Organisation, sondern der Zweck definiert sich daraus,
welche Güter und Dienstleistungen ich herstelle und wie ich damit meinen Kunden und der Gesamtgesellschaft einen Mehrwert stifte. Wir haben also diese zwei konfliktierenden Sichtweisen. Die eine ist eben, Unternehmen existieren, um Gewinn zu machen. Und um diesen zu erzielen, müssen sie halt eben Güter und Dienstleistungen erstellen. Und die andere Sichtweise, die immer mehr in den Mainstream kommt, die zunehmend die dominante Sichtweise wird, ist eben, dass Unternehmen existieren, um Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Und damit sie dies tun können, müssen sie Gewinn machen. Denn da dürfen wir auch nicht naiv sein. Gewinn ist ganz klar Teil von Nachhaltigkeit. Wenn ich keinen Gewinn mache, wenn ich jedes Jahr Verlust mache, verschwinde ich irgendwann mal vom Markt und damit bin ich gewiss nicht nachhaltig. Gewinn zu erzielen ist ein integraler Teil von einer nachhaltigen Organisation, von einer nachhaltigen Unternehmung. Aber es ist eben nicht das Einzige und Gewinn ist gewiss nicht der Zweck der Organisation, sondern der Zweck definiert sich daraus, welche Güter und Dienstleistungen ich herstelle und wie ich damit meinen Kunden und der Gesamtgesellschaft einen Mehrwert stifte. Unternehmen existieren also, um Güter und Dienstleistungen zu erstellen und um dies tun zu können, müssen sie Gewinne machen. Und wir können das auf zwei Ebenen nochmal herleiten und das eine ist die Frage von Legitimität. Und der Herr, den ich da abgebildet habe, ist Peter Drucker, ein Managementforscher, der wohl einer der wenigen ist, die zu Recht als Management-Guru bezeichnet werden. Und Peter Drucker sagt, free enterprise cannot be justified as being good for business. It can be justified only as being good for society. Und was Peter Drucker hier letztlich sagt, ist, dass Unternehmen eine Legitimierungspflicht haben. Dass die Frage, warum wir eigentlich freie Unternehmen in unserer Gesellschaft haben wollen, legitimierungsbedürftig ist. Also wir müssen uns überlegen, dass die Freiheit, Unternehmer zu werden, mit der Verantwortung einhergeht, einen Beitrag zu leisten. Und wenn ich diesen leiste und das gesamtgesellschaftlich anerkannt wird, spricht man von Legitimität. Also Legitimität definiert sich, oder eine Organisation erhält Legitimität, wenn ihr Zweck, also der Purpose, und die Art und Weise, in der dieser verfolgt wird, breite gesellschaftliche Zustimmung erfährt. Also das ist die eine Seite, die Legitimitätsfrage, wo wir uns im Klaren sein müssen, dass freies Unternehmertum gerechtfertigt ist und gewollt ist von uns, weil wir davon ausgehen, dass eben Unternehmen Dinge tun, die gesamtgesellschaftlich breite Zustimmung erhalten. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen wir uns in der Tat bei einzelnen Unternehmen fragen, wofür brauchen wir die eigentlich? Wollen wir die überhaupt haben? Legitimität ist der eine entscheidende Faktor. Die Freiheit, unternehmerisch aktiv zu sein, geht mit der Verantwortung einher, nach Legitimität zu streben. Wenn ich dies nicht tue, mache ich mich zum Trittbrettfahrer. Die zweite Frage ist die mehr am Unternehmen orientierte, die dichter an der Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Und da sehen wir, dass der Zweck eines Unternehmens dadurch bestimmt wird, was es tut, sondern warum es tut, was es tut. Wenn wir also zum Beispiel an einen Automobilhersteller denken und uns fragen, ja, was ist euer Purpose als Automobilfirma? Irgendeine Idee, was ist der Zweck einer Automobilfirma? Ja? Individualmobilität ermöglichen? Genau, richtig. Und es ist erschreckend, wie viele Leute, die in Automobilfirmen arbeiten, darauf antworten würden, ja, unser Zweck ist es, Autos zu bauen. Und der Unterschied ist, wenn ich daran denke, dass man oder so in meinem Kopf drin habe, dass der Zweck darin besteht, was ich tue, nämlich Autos zu bauen in diesem Beispiel, dann bin ich natürlich auch gefangen in meinen Optionen und in meinen Entwicklungsmöglichkeiten in einem Modell, wo ich sage, alles, was wir tun können, ist 4 Räder, eine Blechkiste bauen und dann einen Verbrennungsmotor reinpacken. Wenn ich aber sage, unser Zweck, darum, worum es uns eigentlich geht, ist, Individualmobilität zu ermöglichen, dann habe ich ein viel größeres Portfolio an Optionen, an Möglichkeiten, um mich zukunftsfest zu machen, um auf Veränderungen in Märkten zu reagieren, resilienter zu werden, ist der aktuelle Managementbegriff dafür, und eben eine Anpassungsfähigkeit zu haben, die meinem Zweck treu bleibt, aber nicht zwingend immer dazu führt, dass ich auf ewig das Gleiche mache. Aber der Zweck, den ich verfolge, der bleibt gleich. Dieses Kazuo Namori, der Gründer von Kyocera, ein japanischer, sehr erfolgreicher Unternehmer, der gesagt hat, too many people think only of their own profit, but business opportunity seldom knocks on the door of self-centered people. No customer ever goes to a store merely to please the storekeeper.
Und was er da in einem Satz oder in zwei Sätzen ausdrückt, da haben Leute ganze Managementbücher drüber geschrieben. Unterm Strich muss der Zweck einer Unternehmung sich daran orientieren, was ich meinen Kunden bieten kann, wie ich einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag leiste. Wir gehen nicht in den Laden, um den Ladenbesitzer zu beglücken, sondern wir gehen in den Laden, weil der Ladenbesitzer uns etwas anbietet, was für uns wertvoll ist. Und daraus müssen wir den Zweck der Unternehmung ableiten. Purpose-driven Organisationen schaffen also eine Grundlage für langfristigen Erfolg in kompetitiven Märkten. Und damit komme ich, und ich glaube, ich habe schon ein bisschen überzogen zur Zusammenfassung, die recht kurz ist, nämlich, dass wir auf der einen Seite uns bewusst sein müssen, klar sein müssen bei all diesen Fragestellungen, dass wir auf einem globalen Marktplatz leben, der allen Teilnehmern enorme Chancen eröffnet, der aber eben auch einige Herausforderungen bereithält, die wir adressieren müssen. Wir werden beide Hauptherausforderungen nur lösen können, wenn Unternehmen aktive Beiträge dazu leisten. Die Herausforderungen sind zu groß und die Innovationskraft und die positiven Wirkungsmöglichkeiten, die Unternehmen haben, sind so riesig, dass wir es uns nicht erlauben können, auf aktive Beiträge von Unternehmen zur Lösung dieser Herausforderungen zu verzichten. Unternehmen müssen einen aktiven Beitrag hier leisten. Wir brauchen Unternehmen in einer positiven Rolle dabei. Zum dritten, Unternehmensgewinn ist Mittel und nicht Zweck. Unternehmen müssen Gewinn machen, um zu leben, aber sie leben nicht, um Gewinn zu machen. Und abschließend, der Zweck oder Purpose eines Unternehmens leitet sich also daraus ab, warum es tut, was es tut. Und Freiheit und Verantwortung sind untrennbar miteinander verknüpft. Ich habe noch zwei kleine Folien, um das Ganze abzurunden. Das eine ist für die ökologische Herausforderung, wo es eine sehr schöne Studie gibt von Desert Tech, die herausgefunden haben, dass also alle 6 Stunden die Wüsten auf der Erde genug Energie erhalten, die wir als Menschheit im Jahr verbrauchen. Wir haben keinen Energiemangel auf der Welt. Wir müssen nur anfangen, innovativer und besser zu denken, als Löcher mit Erde in den Boden zu buddeln und da irgendwas rauszuholen, was man verbrennen kann. Wir haben genug Energie, wir müssen nur lernen, sie anzuzapfen. Und zum Zweiten ist es so, dass wir in einer Welt von Überfluss leben. Wir haben eine Verteilungsherausforderung, keine Volumenherausforderung. Wenn wir uns die Schwierigkeiten wie Violent Conflict, also kriegerische Auseinandersetzungen oder soziale Herausforderungen anschauen, in den allermeisten Fällen fehlt es nicht an der Menge an Ressourcen, sondern wir müssen klüger darin werden und besser darin werden, wie wir die Ressourcen verteilen auf eine Art und Weise, dass sie mehr gemeinwohldienlich sind und dass wir letztlich den gesamten Kuchen größer machen können, anstatt einen gleich großen Kuchen anders zu verteilen. Und als letztes ein Satz, den ein Freund von mir aus Tübingen immer sagt, der, ich finde, das wunderbar auf den Punkt bringt, was Wirtschaften eigentlich ist. Wirtschaften ist, wenn Menschen mit Menschen für Menschen Werte schaffen. Und damit danke ich euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.